für unseren Maibaukasten. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo, wir hatten eine grandiose Videoidee und wir wollen euch heute mal mitnehmen, beziehungsweise die nächsten Tage, wie das Video so entsteht und was wir uns dabei gedacht haben. Viel Spaß! Viel Spaß! Wir waren letztes Jahr über die Maitage bei meinen Eltern zu Besuch und mein Vater hatte für die Küche so einen kleinen Mini-Maibaum gemacht. Und da haben wir uns gedacht, für dieses Jahr können wir ja mal einen Maibaum für die Meerschweinchen machen. Mal gucken, wie viel Freude die daran haben. Genau, wir wussten noch nicht genau, wie wir das realisieren. Dann sind wir einfach mal im Baumarkt gefahren, haben Rundholz und eine Platte gekauft und dann dachten wir, let's go. Ich mache jetzt eine Grundplatte für den Maibaum, damit er halt nicht umkippt, wenn die Schweinchen daran rumreißen. Und dafür haben wir uns aus dem Baumarkt so eine Massivholzplatte geholt, Art Fichte, also ist von der Fichte. Ist und, so eine Art Fichte? Ja, ist von der Fichte und ich gucke jetzt gerade eben, die ist 30 cm tief. Dass ich da jetzt eben halt ein Quadrat raushole. Das heißt, ich mache hier nochmal auf 30 cm eben Strich und dann sehen wir das gleich aus und dann ist das halt die Grundplatte. Ich denke, das sollte für das Gewicht der Schweinchen reichen. Die stützen das ja zum Glück selbst ab, wenn sie sich da mit der Folie draufstellen. Aber dann wird das quasi so, dieses Stück, die Grundplatte, in der Mitte kommt der Maibaum. Und was machen wir mit dem Rest? Das haben wir über und da wollten gewisse Personen... Das ist ein anderes Projekt. ...gerne ein anderes Projekt draus machen. Das gibt es in einem anderen Video vielleicht. Muss, ne? Kleiner Perfektionist, du. Wir haben jetzt gerade überlegt, wie lang die, wie nennt man das? Das Rundholz? Ein richtig langes Rundholz. Genau. Das ist aber ein bisschen sehr hoch, wenn und das so sehr lang steht für die Meerschweinchen. Kann man das überhaupt so machen? Nee, da kommt das ist nicht komplett drauf. Ja. Doch jetzt. Ja, auf jeden Fall ist das sehr, sehr lang. Deswegen müssen wir das ein bisschen kürzen. Die Frage ist, auf welche Höhe? Ja. Wir haben jetzt gesagt, okay, das hier ist jetzt das Meerschweinchen. Eineinhalb Wiki nehmen wir. Nehmen wir das und dann machen wir quasi nochmal so oben drauf. Ja, so auf die Höhe dürfte ein Schweinchen wohl kommen. Ja. Und das hängt ja auch noch ein bisschen runter. Da kommt ja dann noch ein Kranz drum. Also richtig Plan haben wir jetzt auch nicht davon. Aber ich denke, das wird beautiful. Ich glaube, wenn wir auf 40 cm gehen, dann ist da die Einkerbung. Dann hängt so auf 30. Können wir noch ein bisschen schwanken, wo dann der Ring hängt. Kommen wir dann ja. Salat dran, also so kommt ja ein Schweinchen da schon mit ein bisschen Arbeit dran. Ja, klingt gut. Machen wir so. Okay. Und. Soll ich irgendwie festhalten? Ja. Okay. So. Hm? Ich film schon. Ich will den Mittelpunkt einmal wissen, ob ich richtig bin. Aber jetzt ist nur die Frage, wie säge ich das ein? Das ist eine sehr gute Frage. Auf jeden Fall gut sichern, nicht, dass du abrutscht. Muss ja nicht so tief sein. Nur das Band durch. Okay, es ist nicht genau mittig, aber passt schon. Ist das auch die nicht schiefe, also die schiefe Seite? Ja, das ist die schiefe Seite, aber das passt. Okay. Kann man ja noch wegradieren. Ach. Ja, passt schon. Beautiful. Muss nur gucken, ob das Band da auch reinpasst, aber bestimmt. Ja, oder soll ich das hier nochmal versuchen, so gerade zu machen und da rauszustemmen? Oder ich muss nochmal komplett neu machen? Nee, das ist gut so. Okay, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wie ich das machen soll. Ich habe aber die wahrscheinlich schräg gehalten, die Säge. Ja, macht ja nichts. Da ist noch das Teil und dann kommt das da.
gleich so drauf. So, schraubst du wahrscheinlich eh wieder von unten rauf, ne? Ja, ja, genau. So wie unseren Futterbaum. Ja, ja. Jetzt wird noch die Mitte angemalt. Muss ja auch gerade sein. Ja, da muss ich mal eben. Da muss der Herr sich jetzt konzentrieren. Hier habe ich noch von oben Tape hole und da einmal Tape drum binde, um nochmal so Spannung drauf zu haben. Ja, dann macht das doch. Klingt gut. Ja, ich check das mal gegen. Ich klebe jetzt nochmal mit so Malertape. Ein Kreppband. Also Kreppband, genau. Kann man immer auf den Namen. Hier einmal rum, um einfach nochmal ein bisschen das Holz zu fixieren für den Fall, dass wenn ich da jetzt gleich reinbohre bzw. reinschraube, das Holz springt. Mhm. Macht das denn da auch Sinn zu tapen, wo du bohrst? Ja. Okay, ich wollte gerade sagen, sowas habe ich nämlich auch schon mal in die Richtung gesehen. Es geht ja nur darum, dass wenn ich da jetzt reinbohre, dass er nicht hier so nach außen wegplatzt. Mhm. Ich glaube zwar bei der Dicke wird das nicht so leicht passieren, aber trotzdem. Ja, sicher. Ja, und jetzt würde ich erstmal eben hier einmal durchbohren. Bevor ich nämlich halt wirklich so voll auf die Glaskante da haue. Ja. Unter der Plan ist nämlich unsere Gartengarnitur. Ich will mal was sagen, Fichte ist ein ganz schön krass hartes Holz. Das ist doch nur Fichte. Der auch? Ach so, das weiß ich. Stimmt, das ist ja ein anderes. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ich auch nicht. Außerdem machen wir die ganze Zeit Schleichwerbung. Ja. Aber der richtige, weil ich komme da nicht durch. Aber du willst doch eh nur anbohren, oder ist das noch nicht tief genug? Ja, eigentlich ist das noch nicht tief genug, aber oh. Ich komme da halt auch null durch, weil das ist richtig Holz. Das immerhin richtig, diesmal die Mitte, obwohl es nicht ganz mittig aussieht. Versuche ich eine möglichst dünne zu nehmen, in der Hoffnung, dass das hält. Weil ich habe halt hier drin auch noch, ich würde noch nehmen, Kaliber 5. Ich habe zum Beispiel solche, aber ich habe die Befürchtung, ich meine, die sind ähnlich lang, dass die aber das Holzding hier sprengen. Ich meine, wir können es versuchen. Mach doch. Wir haben noch ein bisschen Stangen. Ja, trotzdem. Was soll schon passieren? Was? Oh. Das mache ich auf dem Boden. Tiefer rein geht nicht. Na, aber reicht doch. Ja, das hat die nämlich ziemlich auch versenkt, dass das Ding nicht instabil steht. Mhm. Sehr schön. Ich würde auch behaupten, das ist stabil genug. Ja, das muss auch kein Timo aushalten, sondern nur die Schweinchen. Wir schleifen jetzt noch ein bisschen die Kanten ab, weil wir doch gemerkt haben, dass die sehr scharfkantig sind. Ja, nicht, dass die Schweinchen sich damit wehtun. Ja. Aber nicht, dass du hier alles so auffräst. Kann das auch passieren? Ja, vielleicht. Mal gucken. Ja. Dafür haben wir ja diesen geilen Aufsatz. So einen geilen Klettaufsatz für den Akkuschrauber. Du machst das immer so hoch. Achso, und der kann halt das Ding drauf. Und zack, haben wir ein Schleifding. Voll gut. Aber kannst du das noch mithalten? Danke.
So, und jetzt geht's morgen weiter mit dem Kranz. Ja, also da sollten sich die Schweinchen, auch wenn ich so gehe, wenn ich mir keinen Splitter einfange, tun sich die Schweinchen hoffentlich auch nicht. Für unseren Maibaumkranz war ich gerade noch unterwegs und habe dreierlei Äste besorgt. Einmal Erle, einmal Birke und einmal Haselnuss. Also hier haben wir die Erle, dann hier die Birke und da die Haselnuss. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was ich draus zauber. Hier haben wir noch den Maibaumständer, kann man das so sagen? Sie hat Ständer gesagt. Ja, sie hat Ständer gesagt. Oh. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was ich daraus mache. Wir waren jetzt gerade noch mal unterwegs und mein Plan war jetzt, damit irgendwie den Kranz hier oben dann halt zu befestigen, dass er halt ein bisschen runterhängt und dann auch beweglich ist. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. So, also ich habe jetzt eben den Kranz gebastelt. Zuerst wusste ich nicht genau, wie ich das machen soll, aber dann hat sich doch was ergeben. Das ist doch richtig schick geworden, findest du nicht auch? Ja, mega. Ja, und da werden wir dann gleich noch mehr Sachen ranhängen. Vielleicht packe ich da noch, ich habe ja hier ganz viel übrig. Vielleicht packe ich das dann noch drum. Ich sehe gerade, der ist aber trotzdem ein bisschen schief. Ja, aber so ja, ganz das wird schon, genau. Das wird schon. Auf jeden Fall bin ich gerade ein bisschen stolz auf uns. Ja, das ist echt schön geworden. Dafür, dass das nur so eine Idee einfach war und jetzt bis zur Umsetzung, fand ich ganz niedlich. Ich hoffe auf jeden Fall, das hält alles. Aber das werden wir dann im Video sehen. Auch wenn es ein Fail wird, dann sehen wir uns trotzdem. So, wir haben jetzt gerade die Schweinchen sauber gemacht und überlegen, wo Heu und die Häuser am besten hinkommen könnten. Weil der Maibaum wird dann hier in die Mitte platziert. So ähnlich wie beim Futterbaum. Ja. Und die Schweinchen sind sehr aufgeregt und total süß am Erkunden. Das war wieder ein kleiner Popcorner. Mami freut sich. Das ist echt süß. Wo ist der Milka? Ach da. Die ist in der Burg. Hallo Milka. Oh, den wird es oh. Die Burg ist voll. Ja. Aber Nami freut sich und macht Popcorner. Ja. Den Milka wieder jetzt gibt es dahin richtig Stress. Ja, Milka wird von beiden Seiten bedrängt. Das mag sie gar nicht. Oh Mann, ey. Aber rausgehen möchte sie auch nicht. Ja. Mami freut sich einfach so richtig. Naja, jetzt geht's weiter ans Einrichten. Okay, wir haben jetzt hier Löwenzahnsalat, Basilikum, Koriander, Radicchio, noch Dill und Thymian. Das versuche ich jetzt ein bisschen in Streifen zu schneiden, weil der Maibaum ist ja traditionell mit so Kreppband, aber das können wir jetzt natürlich bei den Schweinchen nicht machen. Also versuche ich jetzt dieses Kreppband ja, nachzumachen und da bin ich jetzt mal gespannt, wie gut das klappt. Also, der Maibaum ist jetzt fertig geschmückt. Sieht richtig sweet aus. Hier oben natürlich noch die Baumkrone. Dann hier, wie gesagt, bei uns in der Gegend schmückt man das halt mit Crepe. Also mit so Crepe-Band. Das habe ich jetzt versucht ein bisschen nachzustellen, dass halt ein bisschen bunter ist als nur grün. Ja gut, ist jetzt nur rot, aber hier noch die Taubnessel. Was denn? Ich habe es versucht. Ja, das ist echt schön geworden. Und hier unten noch ein bisschen, da freuen sich gleich die Schweinchen. Wow, Fokus können wir heute ja jetzt.
Und so sieht das wunderschöne Ding aus. Ich auch. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Dafür, dass das so eine spontane Idee war vom letzten Jahr, was? Die Ein-Jahres-Spontan-Idee. Finde ich super. I like it. Und dann bekommen die Schweinchen das gleich, weil China wartet da hinten auch schon. Die hat richtig Lust. Naja, die haben kein Fressen jetzt gerade bekommen. Und deswegen stalkt China da ein bisschen. Ne, China? Die anderen... Ah, okay, jetzt will sie nicht mehr. Die anderen sind am Heu. Und der Rest schläft. Guck mal, was Papa macht. Oh. So, Mausis, einmal ein bisschen Platz machen hier. Jetzt kommt euer Maibaum. China! Aha, meine Finger sind eingequetscht. Haha, so. Oh, Bumi zerpflückt schon? Nee, doch nicht. Aber Mika hat da noch einen Ast entdeckt. Und China strengt sich richtig an. Oh. So, wie ihr schon im Hauptvideo gesehen habt, was wir gerade abgedreht hatten. Da ist der süße Bonbon. Ja, fein. kam der Maibaum richtig, richtig gut an. Da ist jetzt auch gar nicht mehr so viel übrig. Und wir sind einfach super zufrieden und glücklich. Was sagst du dazu? Hat besser geklappt, als ich erwartet hatte. Ich tatsächlich auch. Wir haben uns voll viele Gedanken gemacht, aber das war gut. Wir haben dann nachher noch den Ring runtergeschnitten. Falls ihr das Video jetzt noch nicht gesehen habt mit dem Maibaum, verlinken wir euch das oben rechts. Das ist wirklich sehenswert. Das war echt süß. Ja, und Shiroi ist schon im Land der Träume. Hier wackeln auch ihre Öhrchen. Milka hat sich auch schon zurückgezogen. Bumi ist heute eine richtige Rampensau. Oh, Hina hat sich jetzt auch hingelegt zum Schlafen. War anstrengend, ne? Ja. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. War auf jeden Fall mal eine andere Art von Video. Von der Idee bis zur Umsetzung. Und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. So, jetzt haben wir gerade den Maibaum rausgetan und plötzlich sind alle am Weaken, weil der Maibaum ja noch nicht genug war. Gibt es jetzt noch den versprochenen Salatteller mit den Resten? Ich weiß, wir haben uns gerade schon verabschiedet, das ist jetzt ein kleiner Nachtrag.